Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Und Melinda begrüßt uns heute mal wieder. Es ist Dienstag, der 5. Mai 2020, 13.44 Uhr, hier auf Nimmerland. Heute gibt es eigentlich gar keine Neuigkeiten. Hey, hat gestern jemand die Variety-Show im Fernsehen gesehen? Nee, der Komiker war fantastisch. Schön für dich, Melinda. Ja. Sehr, danke. Ja, Leute, heute mal um fast 14 Uhr. Die Folge könnte etwas später kommen. Aber ich habe eigentlich damit gerechnet, ich käme heute sogar noch später nach Hause. Denn ich war gestern auf heute campen mit 3 Freunden. Das war sehr schön eigentlich. Wenn ich so im Auto lese, dann wird mir voll schlecht. Immer, ich komme nicht weiter als bis. Es war einmal. Und dann ist da mein Mittagessen, wo es nicht sein sollte. Aber Kaugummi hilft total. Alles klar. Genau. Ne, gestern war ich relativ früh schon weg. So um 13 Uhr war ich schon unterwegs. Dann sind wir an die Nordsee gefahren und da haben wir auch gecampt. Es war echt sehr schön. Zwar nur ein Tag, aber länger als einen Tag halte ich es auch ohne Internet nicht aus, Leute. Es tut mir leid. Ja. Wir müssen natürlich wieder gießen. Ich habe mir überhaupt keinen Plan gemacht, was wir heute machen. Wir müssen auf jeden Fall gleich noch ein Haus verschieben. Genau, das machen wir gleich auf jeden Fall noch. Da ist die Gießkanne. Okay, die Rose brauchen wir jetzt leider nicht. Da kann ich die eigentlich doch direkt schon umplatzieren, oder? Eigentlich schon. Ich glaube, ich mache das. Weg mit die Rose. So. Ach, super, ich hab's geschafft. Ohne dass ich irgendwas aufsammle. Hier kommst du. Pflanzen. Bitteschön. So, dann noch hier hinten. Oh, hier ist wieder nichts gewachsen. Schade. Aber ist auch sehr, sehr selten, irgendwie eine Pflanze daraus zu kriegen. Oh, der Geldbaum ist gewachsen. Super. Ich finde es echt gut, dass es Geldbäume gibt, weil sonst würde ich nie Bäume pflanzen. Ab morgen kümmern wir uns dann wahrscheinlich um die Stadt. Um die erste Stadt unten links. Der Campingplatz ist ja jetzt weg. Oder? Ja, ist er. Sehr gut. Hallo, Misusu. Gut siehst du heute aus, Träumen. Lass uns quatschen. Ich hoffe, du hast heute einen ganz vortrefflichen Tag. Man sollte sich jeden Tag herausfordern. Und wir haben sogar gegrillt. Ja, aber mit einem Elektrogrill, Leute. Denn Feuer ist nicht erlaubt, ne? Wir vielleicht wissen, also zumindest bei uns hier in Düsseldorf nicht. Und in der Nähe von Düsseldorf, weil in Düsseldorf haben wir natürlich nicht. sondern an der Nordsee. Mit diesem glorreichen Prinzenhemd spielst du alle Konkurrenten an die Wand. Oh, dankeschön. Solche übrigen Teile kann man sich nicht aussuchen. Nein, sie wählen dich aus, Träumen. Oh, das, guck mal, schon bekomme ich hier wieder Komplimente. Platz haben wir auch da mit dem Geschenk. Von wem ist das denn nochmal? Ah, Kakawestern hat mir Sam geschenkt, wieso auch immer. Brauche ich nicht, eigentlich. Aber ist nicht schlimm. Ist doch nicht schlimm. Rainer ist schon wieder nicht da. Oder? Nee. Ah ja, eigentlich wollten wir heute Fische fangen, ne? Aber ich habe mich nicht um Köder gekümmert. Es tut mir leid, Leute. Müssen wir dann. Vielleicht machen wir das dann morgen, damit wir die Fische zusammen haben und danach können wir endlich bauen. Endlich. Weil wir machen morgen einfach beides. Mal schauen. Es läuft uns ja nicht weg, ne? Genau. So, die Kokosnüsse sammle ich einmal ein, weil wir auch natürlich das tägliche Rezept haben. Und so langsam könnte auch mal jemand wieder ausziehen. Ja, ich bin mir noch nicht so sicher, wie das mit dem Ausziehen hier so klappt. Also ich weiß, beim ersten, der uns verlassen hat, den mussten wir ja dann ansprechen, wenn er diese Sprechblase da hatte. Jetzt ist die Frage, wann bekommen die Leute hier eine Sprechblase? Indem man AFK neben denen herumsteht, bekommen die dann irgendwann eine Blase. Das hört sich so komisch an, eine Blase bekommen. Naja. Egal. Und das Wetter ist draußen sehr, sehr schön. Es ist, glaube ich, ja, ich finde es gut. Die Sonne scheint, es ist kalt draußen, das ist echt schön. Das, ja, so lobe ich mein Deutschland. So lobe ich mein Deutschland. Ich esse noch mal ein Stück von meiner Bratwurst. Sorry, Leute.
weiter. Hier. Jetzt habe ich den Geldbaum gar nicht benutzt, ne? Och Gott, ich bin auch einer. Toll. Ja gut, dann steht er da noch eben. Sorry, Geldbaum. Ich habe jetzt keine Lust, die ganzen... sie will mir eine Emotion geben? Nee, du sollst ausziehen. Nee, ich will keine Emotion von dir. Du sollst bitte ausziehen. Danke. Och, lauf mir doch nicht hinterher, du... Du dumme Kuh. Mann. Mann. Ach, hier. So, was ist denn? Ein Holzsofa-Tisch, den haben wir bestimmt schon. Ja, war klar. War klar. Na, dann gehen wir mal eben hier auf den Platz gucken. Da ist er hier. Und da brauche ich ja Geld. Jesse. Oh, Mischka. Hi, Mischka. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist am coolsten im ganzen Land? Klar, wie Großbrühe. Der Muskelpakete fragt. Okay, und Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist am süßesten im ganzen Land? Keine Frage, der mit dem trainiertesten Niedlichkeitsmuskeln ist krank. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist am doofsten im ganzen Land? Na, eindeutig Mischka, die vergessen hat, dass sie mit mir Impro-Theater üben wollte. Hey, mein Wut war auch nur gespielt. Ich bin eben ganz klar eine mega gute Schauspielerin. Hahaha, dann habe ich wohl einfach keine Ahnung von dem ganzen Schauspielkram. Bei meiner Hantel heißt das etwa, mein Musculus Theatralus ist untertrainiert? Oh Mann, ich muss mir dringend einen anderen Übungspartner suchen. Oh, Schmetterling, tschüss. Geht weg. Nicht über was, nicht übers Wasser, danke. Ach, guck mal, das ist auch ein Fossil. Regenbogen. Ich muss mir jetzt erstmal wieder 200.000 runterholen. Abheben. Abheben. Vergesst das andere Wort. Heute ist Mittwoch? Dienstag steht da unten. Links. Stimmt. Oh Gott, ey Leute. Das ist ja auch wieder was. Welches Haus muss ich denn umplatzieren nochmal? Muss ich jetzt erstmal gucken. Was wollte ich hier machen? Bankautomat, erstmal Geld, Kohle her. Auszahlung bitte, 200.000. Oh, nicht Maximalbetrag, hallo, wo lebe ich denn hier? Mein Gott, ey. Ihr denkt auch, mir gehört hier alles, ne? Ja, eigentlich schon, ich habe ja eigentlich hier auch alles gebaut. Mit meinem Geld und meinen Materialien. Ja, stimmt schon, Leute. Okay, gucken wir mal ganz kurz hier auf die Karte. Wir möchten Lukas. Lukas stört da momentan noch nicht. Rüdiger stört auf jeden Fall. Misuzu auch. Mischt gar nicht. Okay, dann mache ich erstmal hier. Uhuhuhu. Okay, komm. Edde. Okay, merken wir uns alle. Edde. Hallo, zum Luki. Moritz, hallo. Infrastruktur. Position ändern. Wohnhaus. Edde. Da. Oh. Ja, bitte. Super. Oh, Edde sieht so cool aus. Ich kann es nur wiederholen. Hä, war ja nicht dunkler? Wo ist das Licht jetzt hier? So komisch. Sehr seltsam, sehr seltsam. Als ob er einen Sonnenbrand bekommen hat. Ich meine, der wäre mal dunkelbraun gewesen. Oder einfach dumme Erinnerung von mir. Dass ich einfach keine Ahnung habe, Leute. Ach, ich habe einen Stream gesehen, ja? Also entweder der hat gehackt oder so. Aber der hat hier drin richtig coole Möbel. Und ich habe hier nur Schrott. Da habe ich gedacht, was? Das kann doch nicht wahr sein. Wieso bekomme ich nie was Cooles? Mann, ey. Nintendo. Wieso? So, jetzt kaufen wir uns erstmal hier wieder
Ach, das ist das Sortiment bestimmt, ne? Dieser Rucksack da. Ja, da ist er. Aber die Rucksäcke sind jetzt nicht so meins und die Schuhe eigentlich auch nicht. So, die kaufen wir uns aber mal, weil die teuer sind. Gekauft. Was sind das da für Socken rechts? Mal gucken. Oh, der ist ja echt so hell. Oh, ich habe ihn echt dunkler eingeschätzt. Ja, Kompressionsstrumpfhose. Die Firma dankt. Und dann kaufen wir auch noch eine Tasche. So. Hartschein, Rucksack. Ja, bitteschön. Die Firma dankt rechtartig. Danke, danke. Und dann kaufen wir auch noch den oberen Urban, oder? Oh, jetzt habe ich hier. Jetzt bin ich rausgegangen. Nee, ich will noch was kaufen, Kleiner. Hier, ich hätte ganz gerne noch den Outdoor-Rucksack. Sehr schön, der kommt dann in meiner Rucksacksammlung. So, das sind irgendwie ca. 5000. Ich versuche mal 5000 hier auszugeben, weil vielleicht, ne? Sagt der Junge hier, komm, ich zieh mal um. Ich zieh zu Nepp und Schlepp in den Laden. Hier haben wir auch was. Da. Super. So, das hätten wir schon mal. Oh, Frank, geh weg. Ja, haben wir ja noch den hier gehabt, stimmt. Von hier oben kommt man jetzt gar nicht mehr zum Museum, ne? Bringen wir jetzt die Fossilien weg? Nee, ne? Nee, ich würde nicht sagen. Aber vielleicht ist hier noch irgendwo eins. Geh mal eben hier gucken. Achso, Gilliver könnte natürlich auch wieder da sein, aber ich glaube, der hat irgendwie Pause gemacht. Der ist, glaube ich, im Urlaub. Ja, so. Anders kann ich mir jetzt nicht erklären, wieso er nicht mal auftaucht. Ah, dann gehen wir mal hier rein. Und ich bin echt müde, Leute. Wirklich. Ich war schon um 5.20 Uhr heute wach, ey. Oh, der Schnauzer ist natürlich cool und die Hasenohren sind auch cool. So, gehen wir rein, gucken. Haben wir das schon? Ich weiß es nicht. Ich würde es einfach sicherheitshalber mal kaufen. Oh, Uniformrock. Achso, ist ein Rock. Vielleicht irgendwas Rockiges. Das sieht schon lustig aus. Das muss ich ja schon sagen. Achso, dann geht das obere wieder weg. Ach man, ey. Das ist ja hier immer nervig. Wirklich nervig, Leute. Jetzt kaufen wir uns einfach mal so eine Steckjacke. Und so ein Uniformrock. Oh. Jetzt bin ich ja schon wieder rausgegangen. Ah, vielleicht die mal. Die Farbe mal. Die haben wir nämlich noch nicht so oft. Baustellen haben wir, glaube ich. Deswegen holen wir uns sowas hier. Nämlich sehr niedlich. In, ja, in der Farbe. Oh Gott, Blumen. Pff, Hilfe, Hilfe. Okay, komm, kaufen wir mal ein paar. Ein paar Schuhe. Finde ich alle nicht so cool, ja. Nee, nicht tragen. Dafür sah es zu ugly aus. Zu hießlich. Danke, tschüss. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Ach, ich kann schon wieder schlafen gehen, Leute. Die gießen wir noch schnell. Okay. Super. Ihr könnt auch mal wachsen hier. Mann. Ja, was kann man nicht verkaufen? Terrarien und Holz so fertig. Und Puzzle. Oh, was ist das denn schon wieder? Ein Telefon aus den 200ern oder was? Katzenkorb habe ich, glaube ich. Oh, der Tisch ist ja hässlich, ne? Den will ich echt nicht. Die will ich echt nicht, Leute.
Habt ihr irgendwas hier Cooles? Nee. Nee. Okay. Auch nicht so toll. Nö, nee, schade. Schade, habt heute mal wieder nichts für mich, Leute. Mann, 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 Mann. Ihr seid ja welche. Im Preis hätte ich nachschauen sollen, aber ich bin ja schon draußen, deswegen mache ich das nicht. Sorry. Sorry, not sorry. Jetzt muss ich überlegen, wie ich da hinkomme. Komme ich noch von hier oben dahin? Bam, ja, komme ich. Komme ich rüber? Ja, auch. Super. Guck mal, hier haben wir noch ein Dings. Fossilschirm. Zack. Tada. Super. Super, hier oben müsste eigentlich auch noch eins sein. Ja, super. Es ging ja leicht. Guck mal, haben wir alle fünf gefunden. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Hallo Eugen, hast du mich vermisst? Ja, ich weiß, eigentlich wecke ich dich immer früher auf, aber ich dachte, ich lasse dich heute mal ein bisschen länger schlafen, ne? Und du schläfst einfach immer noch. Was ist nur falsch mit dir, Eugen? Hast du etwa kein Zuhause? Hm? Hast du kein schönes Bett, wo du schlafen kannst? Nee? Naja. Ich würde auch meine Fossilien alle beschützen, hast du recht. Och, als ob du die schon alle hast. Das ist doch auch wieder hier. Einfach nur eine Frechheit. Passt schon. Hust. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Ach, da ist der Gelder, Leute. Auf den haben doch alle gewartet, oder? Ich auf jeden Fall. Ich habe darauf gewartet. So, die gieße ich noch. Bisschen, aber nicht viel. Und dann gehen wir eben Sachen verkaufen. Hallo, Lukas. Ich brauche nichts. Ach, ich hätte auch einfach unten hergehen können. Wow. Wow, man macht sich's auch schwerer, als es eigentlich ist. So, hallo. Ja, ich will was verkaufen. Was anzubieten? Ammoni, das da. Ich habe das Baukit noch. Das müssen wir gleich noch eben platzieren. Fällt mir jetzt gerade eben so ein. Diplodocus, Plesiosaurus, das hier, Muscheln. Das auch noch. Und... Oh, Brachiosaurus war doch der Große, oder? Den behalte ich, den behalte ich. Okay, super. Hier, bitteschön. Ja, super, abgemacht. Zwar wieder 52.000 Verlust gemacht, aber... Was soll's, ne? Was soll's. Geiz ist geil, ne? Na, 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 na. Achso, wir wollten das Zelt nur eben platzieren. Gucken natürlich hier mal eben rein. So, das Event ist jetzt vorbei, ne? Das nächste Event kommt. Das habe ich mir da irgendwo aufgeschrieben, ne? Wann das nächste Event kommt. Ne, da ist mein Pizza-Rezept. Am 18. Am 18. Museumstag ist dann. Okay, super. So, Elde, wohin soll ich dich hinziehen lassen? Da zwischen passt du wahrscheinlich nicht. Habe ich hier irgendwie eine spezielle Blume? Nee, ne? Die können alle weg. Super. Dann, Elde, herzlich willkommen zu deinem neuen Haus. Bitteschön. Ja, ist in Ordnung, super, super, super. Tada! Oh, guck mal, ich freue mich auch noch. Das ist ja schön. Sich zumindest einer freut, ne? Ne, Leute? Ja. Okay, ich muss mal eben hier wieder was machen. Bam. 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 Autsch! Bist du noch ganz knusper? Du kannst doch nicht einfach so auf mich eindreschen. Es reicht, wenn du weißt, was gut für dich ist, verkrümelst du dich am besten. Heckmeck. Hihihihi. Hallo, Edda. Oh, du bist Gronk. Als ob der Gronk sagt. Was mache ich als nächstes?
Je länger ich nachgrüble, desto weniger vom Tag bleibt übrig. Oh, das kenne ich. Welche Serie schaue ich jetzt? Das dauert bei mir auch manchmal eine Stunde. Ja. Ach, Frank hat Geburtstag, ne? Ja, aber sorry, Frank. Ach nee, der hat erst übermorgen, ne? Du bist leider einer, den ich loswerden will, deswegen gehe ich auf jeden Fall nicht zu deinem Geburtstag. Ah nee, am 6. Und am 7. Oscar. Ja, zum Oscar-Geburtstag können wir gut ruhig hingehen, Leute, okay? Aber nicht zu Frank. Frank ist schlimmer als Oscar. Der muss noch weg. Der Frank muss weg. Der Frank muss weg. So. Ja, Leute, was machen wir denn jetzt? Ich glaube, das war's für heute. Morgen gucken wir uns dann schon mal den unteren Teil der Stadt an, dass wir den machen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Ja, ich bin noch richtig verpeilt, Leute. Ich bin heute 3 Stunden Auto gefahren. 3 Stunden. Danke. Und tschüss.